Moin Stachelcrew, willkommen zum neuen Stream. Rev, ich habe mal den Countdown früher abgebrochen. Ich wollte loslegen. Ich bin heiß. So heiß ist er. Wir haben gerade gesehen, ich habe ja gehofft, wir kommen wieder auf den Server hier. Und hier stehen wieder Bäume, aber nee. Arschlecken. Jetzt haben wir eben schon gesagt, wir lassen uns jetzt mal treiben. Also wir werden es jetzt treiben. Und dann kommen wir später nochmal wieder. So, Anker. Ne? Ja. Tschüss, Technodrom. Ja. Tschüssikowski und bis Danemanski. Ja. Denn ich brauche viel Holz. Wir wissen das ja. Ich werde. Ach nö. Ich werde noch ein bisschen gucken, dass ich hier noch mehr Palmen anpflanzen kann. Was denke ich, brauche Platz. Den ich gerade noch nicht hab. Kannst du mal kurz nach vorne kommen und eine Möwe aufsammeln? Sieh. Will die schon wieder nicht? Also bei mir ist sie da am Hacken. Ich weiß nicht, ob sie da bei dir auch liegt. Ah ja, okay. Liegt direkt vom Zaun. Okay. Das beruhigt mich. Ja, ne? Also ich habe jetzt schon überlegt, Folgendes. Boah, ich hab mir so viel Gedanken gemacht, Chat, über wie baue ich das hier weiter. Und dann ist mir so aufgefallen, ich glaube, ich werde ab hier, das hier werde ich nochmal abreißen, ab hier, ab dieser Rundung werde ich nur noch eine Schräge hoch machen, damit das Floß hier nicht vorne, oder das Boot vorne nicht noch, Entschuldigung, breiter wird als hinten. Das nervt mich irgendwie. Das muss ich nochmal ändern. Dementsprechend auf jeden Fall das mal weg. Ich muss mal gucken, wie viel ich wegreiß. Ich glaube, das muss auch weg, ne? Ja. Nützt alles nichts. Das muss erstmal weg. Herr Kaloy. So. Jetzt haben wir ein bisschen Holz in der Tasche. Oh, ich hab sogar. Das ist aber nicht das, was ich wieder gekriegt habe. Ui. Alles klar, Schulle? Ja, ich wäre fast ins Loch gesprungen, aber sonst. Was? Ja, da war ein Loch im Floß. Und ich spring so über den Zaun und dann dachte mir so in der Luft, oh fuck. Okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was tue ich? Sieht das aus? Ach, das ist dumm. Ach, das wollte ich doch auch gar nicht. Ich wollte die gerade Wand. Na, jetzt muss hier. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt zukriege hier. Das ist jetzt the question that I have. Deswegen mache ich das jetzt. Ja. Wie jetzt? Ich kann da keinen halben draufsetzen? Das ist scheiße. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht einfach wird.
Okay. Das ist suboptimal. Dreiecksholzwand. Geht hier ja auch nicht rein. Ich würde das halt ungern abreißen. Aber wenn alle Stricke reißen, muss ich das. Da muss ich das hier alles nochmal ändern. Oh, verdammt. Das wird es wahrscheinlich am Ende werden. Ich hier halt nicht. Ich könnte den mal hier ran machen. Dann könnte das klappen. Das war jetzt nur das falsche Holz, weil Andi ist doof. Da ist die Schere. So. Und hier geht jetzt ja, müsste ja ein Dreieck reingehen, ne? Mal sorgen jetzt, ne? So, wo ist oder hier, wo war hier, da war's. Warum will er mir den da jetzt nicht reinsetzen? Verstehe ich jetzt nicht. Ha. Hallo, Caro. Ach, du Drecksmöwe. Als ob das Vieh einfach weg. Und Hallöchen, Paper. Namen, Paper. Okay. Die Frage, die ich jetzt wirklich habe, ist, warum? Hier macht er mir ein Dreieck rein. Hier nicht. Wo tunst du? Ach, da tunst du rum. Ach, da. Ich will dieses Loch jetzt zukriegen, aber ich kriege es nicht zu. Mhm. Hm. Das ist halt blöd. Und das Blöde ist, wenn alle Stricke nämlich reißen, muss ich hier die Schräge nochmal wegnehmen, um nochmal eine Reihe gerade ransetzen, die ich dann natürlich auch noch mit Eisen versehen muss, damit das alles passt. Aber er will da einfach kein... Und ich hätte jetzt gedacht, ein ganz normales Dreieck geht da rein, weil... Würde ja reinpassen. Vom rein logischen. Das ist hier ein Dreieck rein. Aber das Dreieck ist irgendwie anders. Oh, fast, bleib hier. Jawohl. Ist jetzt so was? Nee. Das muss das so, warte mal. Ich muss mal eben. Hallo, hi. Warte. Das war jetzt eben doof von mir. Ja, ist ja auch falsch. Ich kriege es ja nicht mal mehr so gebaut, wie es hier mal war. Das ist ja schon das Strange. Warum nicht? Muss ich den oberen Kram erstmal abreißen und dann... Also ich glaube, zumindest den Part hier hätte ich jetzt gesagt. Ja, ne? Dass der nochmal weg muss. Ja, habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Mach ich nochmal eben. Oh, hä, wir liegen vor der Insel. Ups. Oh. Wenn das so ist, dann schnappe ich mir doch mal kurz eine Axt. Ja, mach das mal. Aber auch so richtig schön direkt angelegt.
Er will da wieder nicht ran. Warum auch immer. Story of my life. Ja. So. Das ist das ja auch nicht. Komm her, du Palme. Und Ananas. Andere Idee. Oh, ich hab Hunger. Und du hast? Ich höre eine Möwe. Multistream, richtig geil. Mach dich das nicht fertig, Paper? So zwei Leuten gleichzeitig zu gucken? Ich würde bescheuert werden dabei. Mit Salzwasser füllen. Ich bin so dumm, Alter. Wie die von DVD, oh Gott. Da musst du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen, Paper. In welche Runde war das mit dem Schrei? Das ist so fließender Übergang. Wie kriege ich denn hier? Ich habe zu viel Zeug im Inventar, ey. Kacke. Kacke. Wo bin ich denn mein Zeug hier los? Ja, nee. Kein Plastik. Ja, nee. Fick dich, Dreckspiel. Auch nee. Erst recht nee. Also nee, nee. Und nochmals nee. So, da. Oh Gott. Das haben wir, glaube ich, auch. Ist da ist alles voll. Das ist da. So. So. Und wenn ich jetzt sage... Ach, die Ghostface-Runde. Ah, nee. Ein Schräger muss da ja noch hin. Ich bin so dumm. Ein Schräger. So. Ich weiß zwar nicht, ich weiß halt nicht, ob ich das irgendwie zukriege. Aber das werden wir zusammen jetzt rausfinden. Ich habe schon wieder Hunger. Was ist denn hier los? Was ist denn so verfressen, der Kollege hier? Okay. Einer geht. Oh. Okay, Moment. Wurf mit den Schenkels. So, dann Kartoffeln. Mango, wir hatten ja noch irgendwo auch Gemüse gedrückt. Ja, er will das nicht so wie ich. So, hier Mangos rein da. Jetzt habe ich auch langsam keinen Bock mehr. Jetzt mal so, die harte Variante. Kurz ein bisschen. Schulle, schmeiß die Karre an. Jep. So. Muss mal kurz an dieser Insel hier vorbei. Ja, mach. Hat Steuerbord. Jetzt ist halt die Frage, kann ich das abreißen, ohne dass es... Okay. Da muss ich... Damit ich ein bisschen Holz wieder kriege, muss ich so machen. So. Dann machen wir jetzt Stück für Stück, Leute. Stück für Stück. Das heißt, wir brauchen aber auch wieder Plaste. Natürlich brauchen wir wieder Plaste. Das ist toll. Wo war denn nochmal? Ach, da. Ah, ich hab da Durst hier. Na, dann machen wir hier natürlich auch gleich, das wollte ich ja sowieso nochmal tauschen. Wenn, denn machen wir das richtig. Ist ja leer. Ist nicht gut. So, rein da mit der Seile. So, und dann brauche ich noch... Haben wir Metall? Auch wieder ready. Weißt du das? Ein bisschen müssten wir noch haben, jo. Oh, das ist... Oh, 8. 20, 28, das ist gut. Ich brauche nämlich ordentlich was davon. Und ich weiß gar nicht... Ich glaube, Metall kriege ich nicht zurück, wenn ich die anderen abreiße, ne? Schade. Das weiß ich nicht.
würde fast sagen nein, weil ich habe ja den Schrägen abgerissen. Na. Na, Sprit haben wir noch. Ach, Idiot. Hab ich extra noch gesagt. So. Eine Planke. Eine Planke, zwei sogar. Kriege ich ja mehr wieder, wenn ich das einzeln abreiß. Was macht der Kaktus? Hm. Papierschere. Geh weg. Warte. Mann. Fehler wurden begangen. Passiert. So. Ab mit der Wolle. So, dann kann uns Mr. High das noch nicht kaputt machen. Geilo. Federhut, Glas, Leder. Nee. Was haben wir hier? Ach, das gelöt. Hat er mir jetzt den Boden mit weggerissen? Mit Metal. Hier dran. Das auch ist was. Ja. Das auch weil ich hier noch nicht ausgebaut habe. Das ist belastend. Man sollte nicht bauen, wenn man nicht voll bei der Sache ist. Ich sag euch das. Ah, Quatsch. Einfach drauf los. So, wo zum Geier sind denn Steine? Irgendwo haben wir Stone Cold Kiste. Dann meine ich. Ach, da ist. Okay, ja, gut, auf der Seite habe ich nicht angefangen. Oh, belastend. Ich habe kein Holz mehr. Das überrascht mich jetzt. Mich überhaupt nicht. Also, dass ich kein Holz habe, überrascht mich gar nicht. Okay, also das hier muss ich auch nochmal definitiv neu konzeptionieren. Die Tiere sind zu doof, um über Rohre zu gehen. Okay. Bei denen darf einfach nichts im Weg sein. Koffer! Nein, Koffer! Mach schon nicht den! So. So, und dann habe ich gesehen, die eine Wand hier ist schon zu viel. Die können wir auch einmal abreißen. Okay, passt. Die Batterie sagt alles tutti. Sehr schön. So. Also das mit dem Quiz, ich fand's geil. Ich weiß nicht, wie Schulle das sieht. Aber ich habe auch beim letzten Mal eigentlich schon gesagt, ich mache gerne Quizzes. Jo. Ich mag ja auch das Nerd-Quiz bei den Rocket Beans zum Beispiel. Guck ich mir immer gerne an. Mhm. Ich bin so doof, ey. Ich bin richtig so, doof. Haben wir noch irgendwas zum Schmelzen? Nur das. Oh, okay. Ich muss das erstmal alles zusammen machen, bevor ich hier weiter so einen Blödsinn mache. Hm. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie Holz in eine Seile drin habe. Schulle hat hier alles eingesammelt schon, wie ich sehe. Teilweise. Ist auch noch das Zeug drin? Okay. Explosives Pulver? Moment mal. War doch so. Als wenn das da drüben drin gewesen wäre. Dann geh doch einfach über das scheiß Rohr drüber, du dämliche Ziege. So, jetzt machen wir das wieder zu. Den okay. Scheiß, den wir gemacht haben, müssen wir ja reparieren. Wie machen wir das mit euch, ihr dämlichen Viechers? Die sind auch schon wieder fertig. Sehr schön.
Knorpel in der Wurst. Kriegt der Hund nachher. Da gibt's aber Schöneres. Finde ich auch. Ich wollte gerade was sagen, was ich in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr sagen darf. Okay. Bock! Gut, Ei gelegt. Ich wollte eigentlich gerade sagen, schön ist ein nackter Weiberhintern. Aber da kriegt man heute für wahrscheinlich schon gleich wieder auf den Sack. Nee, kannst du nicht sagen. Ah. Hast du zufällig Holz in die Kiste gepackt? Oh. In letzter Zeit nicht. Nein? Aber du hast doch eingesammelt. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, also, ne? Oh, Insel. Geil. Das ist gut. So. Jetzt können wir vorsichtig weitermachen. Das weg. Ich glaube, wir sollten Reihe für Reihe machen, sonst kriegen wir hier. Sonst kommen wir hier in Schwulitäten. Und dieses wäre möglich. Weißt du, was richtig geil wäre? Na, jetzt kommt's. Wenn du mir nochmal so eine Lampe baust oder zwei, wie hier im Lager ist, damit ich die im Maschinenraum aufhängen kann. Aha. Was sagt denn die Arbeitssicherheit dazu? Offenes Licht im Maschinenraum. Ja, muss, damit du dich nicht verletzt. Ja? Also Licht im Maschinenraum ist wichtig. Und ist die Verletzungsgefahr so hoch? Kapisch. Muss ich jetzt mal gucken, welche waren das? Die da, Schrott und Glas. Oh. Okay. Wir brauchen Glas. Das heißt, wir brauchen Sand. Sie. Das ist jetzt belastend. Alter, und ich habe schon wieder Hunger. Leck mich doch. Und ich habe eine Möwe. Story of my real life. Ich habe schon wieder Hunger. Leck mich doch. Würde meine Frau auf jeden Fall jetzt sagen. Du hast immer Hunger. Oh. Und wir sind dann bei die Insel. Und sie hat damit nicht Unrecht. Ja, wie machst du so, das? Moment, jetzt? Der Anker ging ja noch gar nicht, oder? Was? Oder haben automatisch ankern? Ach doch, den haben wir ja schon. Stimmt. Den automatischen Anker. Ich muss das auch machen, ne? Och Mann, ey, was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte jetzt. Genau. So, Sand rein. Attacke. Wir jetzt erstmal hier. Das da rein. Das. So. Schleppe ich ja nicht alles für den Scheiß mit mir rum. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das ist alles ein bisschen, müllt mir nur mein Inventar voll.